Richtfest für die Stadthalle. Stopp, 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 stopp. Swutz, das passt nicht. Warum? Ja? Es heißt Friedrichsforum und nicht Stadthalle. Nochmal. Okay. Das Richtfest für das Friedrichsforum. Sehen Sie hier Impressionen vom 4. September 2020. Reden des Oberbürgermeisters sowie des Staatsministers der Finanzen und für Heimat und der Zimmermannsspruch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute begrüßen zum Richtfest anlässlich Umbau und Erweiterung des Friedrichsforums. Es ist für mich eine besondere Ehre, den bayerischen Staatsminister der Finanzen und für Heimat, Herrn Albert Füracker, begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie wieder nach Bayreuth gekommen sind.
Mein nächster Gruß gilt der Regierungspräsidentin von Oberfranken, Frau Heidrun Biwernitz, sowie den Landtagsabgeordneten Frau Gudrun Bendel-Fischer und Tim Bargent. Für den Stadtrat möchte ich die beiden Bürgermeister begrüßen, sowie den Kulturpfleger. Für die Oberfranken-Stiftung Herrn Geschäftsführer Stefan Seewald, für die ausführenden Firmen Herrn Thomas Knerer von Knerer und Lang Architekten, sofern Herr Harald Schneider, Schneider Bauconsult und Herrn Frank Pickel, den Geschäftsführer der Firma Dres und Sommer. Daneben natürlich auch Herrn Jörg Pfeiffer, der anschließend den Richtspruch sprechen wird. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, nunmehr haben wir nach Baubeginn der Sanierung und Erweiterung im Mai 2017 nun einen weiteren wesentlichen Meilenstein für das derzeit größte Kultur- und Bauvorhaben der Stadt, das Friedrichsforum, erreicht. Da auch das Dach im Bauteil C über dem kleinen Haus errichtet ist, kann nun die Gebäudehülle geschlossen werden und der Innenausbau beginnen. Mit seinen besonderen Anforderungen an eine optimale Akustik in den Sälen bei multifunktionaler Nutzung für Theatervorstellungen, Konzerte und sonstige Veranstaltungen wie Bälle oder Tagungen. Im Jahr 2023 soll dann das Friedrichsforum eröffnet werden und in Zukunft mit einem breiten Programm die komplette kulturelle Grundversorgung in Bayreuth von Poetry Slam und Kabarett bis zur klassischen Musik abdecken. Ich freue mich, mit Ihnen allen heute die Halbzeit feiern zu dürfen und mit all denen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Erweiterung nunmehr zumindest diesen Stand erreicht hat. An dieser Stelle sei insbesondere natürlich auch den Fördergebern gedankt, in erster Linie dem Freistaat Bayern, der Oberfrankenstiftung, der Städtebauförderung und der Bayerischen Landesstiftung. Wir gehen davon aus, dass bei den ursprünglich veranschlagten Kosten von 55,7 Millionen ein Fördersatz von 75% galt und haben nunmehr die Herausforderung, die darüber hinausgehenden Kosten natürlich auch nach unserem Dafürhalten gerecht zu verteilen. Wir haben Förderzusagen von knapp unter 40 Millionen und jeder, der gerne rechnet, kann bei einer Kostensumme von 85 Millionen feststellen, dass da noch sehr viel Luft dazwischen ist und dass wir noch sehr viele Sponsoren und Fördergelder benötigen, um das ganze Objekt möglichst gut hinzubekommen und auch die weiteren Belastungen für den städtischen Säckel in halbwegs Grenzen halten zu können. Das gesellige Miteinander beim heutigen Fest ist natürlich zum einen ein Dankeschön, zum anderen aber natürlich auch eine Aufforderung an alle beteiligten Firmen, sich weiter einzubringen, dass die Baumaßnahme möglichst schnell und zügig voranschreitet, dass jeder möglichst noch Einsparungspotenziale erkennt und dass wir dann am Ende einen soliden, sicheren Bau haben und keine Unfälle zu verzeichnen sind. Das Richtfest ist aber auch ein Signal an die Stadtgesellschaft, dass es in absehbarer Zeit endlich wieder in voller Strahlkraft ein tolles Friedrichsforum in Bayreuth geben wird, mit all den Möglichkeiten, die die Kultur dann in Bayreuth geboten bekommt. Dann noch einige Sätze zu dem Gebäude an sich. Man sieht ja eigentlich nur die Hülle. 1747/48 wurde das Gebäude als erstes Gebäude hier von Hocharchitekt Jean-Joseph Saint-Pierre als ehemalige Reithalle errichtet. Bereits 1761 erfolgte eine Erweiterung des Baues mit einem wesentlichen kulturellen Aspekt. Es wurde ein kleines französisches Theater eingebaut. Ein weiteres kleines Theater mit Bühne wurde dann 1785/86 eingebaut. Nach meinen Unterlagen war damals seit dem 10. März 1780 der am 19.12.1787 zum Bürgermeister bestimmte Christoph Adolf Kolb Stadtbaumeister. Einer seiner Nachfahren ist zurzeit Oberbürgermeister in Bayreuth. Nach Erwerb der Gebäude wurde dann anschließend das Gebäude 1933 bis 1935 nach den Plänen
von Herrn Reisinger umgebaut, in Zusammenarbeit mit Herrn Stadtbaurat Hans Schmitz, der damaligen Ludwig-Siebert-Halle mit ca. 3000 Sitzplatzkapazitäten. Nach der Zerstörung der Halle 1945 wurde 62 bis 64 die Stadthalle unter Reisinger wieder errichtet und zu der für viele von uns bekannten Stadthalle umgebaut. Nach nunmehr über 40-jähriger Nutzung als multifunktionale Kultureinrichtung war der Gebäudekomplex aber derart verschlissen, dass eine normale, einfache Sanierung nicht mehr möglich war. Es wurde dann 2013 ein europaweiter Realisierungswettbewerb für die denkmalgerechte Sanierung der Stadthalle ausgelobt. 2014 wurde das Architekturbüro Knerer und Lang, Architekten GmbH Dresden, zum Sieger gekürt. Der Entwurf bietet unter Nutzung des ehemaligen Handwerkkammergebäudes eine optimale Verbindung mit allen Stadthallen, Erschließungs- und Foyerbereichen mit einer sehr hohen Flexibilität und Nutzung mit sehr vielen auch denkmalschutzgerechten Merkmalen. Im April 2015 stimmte dann der Stadtrat der großen Lösung zu. Es gab am 8. Mai einen Bürgerentscheid. Am 2. Mai 2017 begann dann die Sanierung und am 20.12.17 wurde der Name Friedrichsforum vergeben. Nunmehr haben wir ein Gebäude mit einer Bruttogrundfläche von 15.089 Quadratmetern, einer Nutzfläche von 5.364 Quadratmetern und einen umbauten Raum von 63.865 Kubikmetern. Man sieht, man hat ein großes Gebäude und viele Möglichkeiten, dort Geld zu investieren. Ich wünsche uns noch einen interessanten Nachmittag, freue mich auf das Grußwort und als nächstes ist, glaube ich, jetzt dann nochmal, muss ich dann sagen, oder gleich das Grußwort? Gut, dann darf ich bitten, umsetzen. Ja, hochverehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen aus dem Bayerischen Landtag, liebe Frau Regierungspräsidentin, sehr verehrte Damen der Kommunalpolitik, der Planenden, der Bauenden, Zunft, der Berichtenden, Zunft, der Schreibenden und Sendenden, aller Festgäste, die ich herzlich grüße. Ich freue mich, dass der Termin zustande gekommen ist, auch in diesen oder gerade wegen dieser komplizierten Zeiten, in denen wir gerade uns befinden. Tut es mal ganz gut, wenn man auch an einem ganz normalen Freitagnachmittag etwas Ungewöhnliches wieder macht, Herr Oberbürgermeister. Denn ich gebe zu, die letzten Monate war es eher ungewöhnlich, Einladungen zu bekommen zu Richtfesten, zu Spatenstichen, zu was auch immer. Heute hier im Freien können wir alle Regeln des Infektionsschutzgesetzes bestens einhalten und Sie haben sicherlich große Freude daran, jetzt eine 60-minütige Festrede des Finanzministers zu hören. Ich bin eingeladen worden und ich habe das sehr wohl verstanden, Herr Oberbürgermeister, weil man immer den Finanzminister einlädt, wenn man irgendetwas verkünden möchte und irgendetwas werben möchte, wenn man erst Danke sagt, dass es schon was gegeben hat und in der Geburtsstunde der neuen Bitte ist der Dank ja immer der richtige Moment. Nur, meine Damen und Herren, ich habe mir dann auch überlegt, ob ich sage, nee, das könnte die Frau Regierungspräsidentin erklären, wie das Ganze ist, oder ob ich selber hierher fahre. Und der Kompromiss war einfach, ich fahre her und sage nichts zu. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen, ist eher ein ungewöhnlicher Vorgang. Liebe Gudrun, du kennst es, weil normalerweise manche ein Missverständnis immer darin hegen, wenn ein Finanzminister auftaucht. Es gab die Meinung bei vielen Menschen, ein Finanzminister hat als erste Aufgabe, übers Land zu fahren, Geld auszugeben, sich feiern zu lassen für Wohltaten. Es ist allerdings anders. Ein Finanzminister hat in erster Linie die Aufgabe, auf ihre harte Arbeit und Steuergelder aufzupassen. Nachdem ich weiß, gerade auch in diesem Jahr, wie die hart erarbeiteten Steuergelder nicht mehr in der Dimension beim Staat ankommen, jedenfalls in den Kassen des Freistaates Bayern, wie wir uns das wünschen, ist es natürlich noch komplizierter geworden für einen Finanzminister rumzufahren und zu sagen, wo gibt es wieder neuen Zuschuss? Zumal ich hier hoch beobachtet werde von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bayerischen Landtag, die mir dann wieder sagen, Finanzminister, du könntest überhaupt keinen Zuschuss geben, wenn nicht wir im Landtag beschließen würden, dass du einen Zuschuss geben darfst.
Das entspricht nämlich auch der Wahrheit. Und deswegen sage ich das hier auch an dieser Stelle und danke auch meinen Kollegen im Bayerischen Landtag, die dafür sorgen, dass wir in der Exekutive, ich als Finanzminister, auch Ihnen vor Ort eine Freude machen darf. Nämlich Freude machen darf mit vielen Zuschüssen, für die wir dann wieder belobigt werden. Wenn dann, lieber Herr Oberbürgermeister, etwas Sinnvolles damit getan wird mit den Steuergeldern, so wie in Bayreuth, dann ist es ja auch richtig, der Öffentlichkeit zu sagen, schaut her, was hier entstanden ist, schaut her, was wir vorhaben, schaut her, was man machen kann, aus alt und modern gleichzeitig nebeneinander. Hier gilt ja mehr der Spruch, man glaubt gar nicht, was man alles machen kann aus alter Bausubstanz. Also es ist tatsächlich so, dass ein altes Haus zu sanieren eigentlich viel schöner ist, als ein neues zu bauen. Und es kostet auch kaum mehr als das Doppelte. Das ist so alle Lebenserfahrung. Hier hinter mir eher dann das moderne Bauwerk mit einer Bausubstanz, die nicht immer unumstritten war in den letzten Jahrzehnten, aber sich mittlerweile auf ein Niveau hervorgehoben und hervorgerackert hat, was sich sehen lassen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Fassadengestaltung damit, Herr Oberbürgermeister, zu tun haben wird, dass es ansprechend zu dem passt, was wir hier sehen. Insofern eine recht interessante Baustelle, die hier entsteht und die dazu führen wird, dass wir 2023 möglicherweise wieder eingeladen werden, dann, wenn das Bauwerk denn fertig ist. Die Halbzeit jedenfalls, haben Sie beschrieben, die Halbzeit hat schon mal dazu geführt, die erste Halbzeit, dass Sie kräftig in Führung gegangen sind hier in Bayreuth. Und sollte es so sein, dass 2023 das alles fertig ist und wir tatsächlich auch, liebe Frau Präsidentin, einen Weg gefunden haben, in vernünftiger Weise das alles miteinander zu finanzieren, dann könnte es ja sein, dass wir wieder eingeladen werden und dann möglicherweise auch innen drin im fertigen festlichen Saal den Festakt begehen können. Wir jedenfalls arbeiten alle miteinander daran, dass wir mit Vernunft und Umsicht jetzt die Situation überstehen, damit wir hinterher, wenn wir die Sache im Griff haben, zu noch mehr Normalität zurückkehren können, als das ohnehin schon der Fall ist. Ich habe den Oberbürgermeister auch gefragt. Ich habe gesagt, so ganz banal, ihr habt in Bayreuth doch ohnehin Kulturstätten erster Weltgüte. Weswegen braucht man hier noch einmal einen derartig wunderbaren großen Saal? Und ihr habt mir dann in einem 10-minütigen Vortrag erklärt, ohne dass ich etwas darauf sagen kann, dass das Ganze eine Ergänzung ist zu dem, was hier ohnehin vorhanden ist. Denn, hat er gesagt, Bayreuth ist eine Kulturstadt, wenn nicht sogar eine Kulturhauptstadt. Und in Bayreuth ist es eben so, dass das kulturelle Angebot, das es für die Menschen gibt, nicht nur erhalten werden soll, sondern auch ansprechend dargelegt und dargebracht werden und auch natürlich fortentwickelt werden muss. Und dafür dient der Umbau und die Sanierung der Stadthalle zu einer modernen Kulturstätte. Es ist ein wichtiger Impuls für die Kulturregion Bayreuth und natürlich auch für die ganze Kulturregion Bayern. Bayern ist ein Kulturstaat. So steht es schließlich in der Bayerischen Verfassung. Und deswegen hätte ich als Oberbürgermeister noch hinzugefügt, lieber Minister, weißt du denn nicht, was in der Verfassung steht? Bayern ist ein Kulturstaat und deswegen kann uns Kultur nicht nur lieb sein, sie muss uns manchmal auch teuer sein. Und das verbindet man hier mit diesem Werk. Und deswegen danke ich auch für den Mut, das Ganze hier anzugehen. Und es ist tatsächlich so, diese Kultur, die die Menschen verbindet und Lebensfreude schafft, ist uns natürlich in den letzten Monaten vielleicht noch mehr bewusst geworden als manchen von uns vorher schon. Denn es ist ja wie immer im menschlichen Leben, alles was man hat, in ausreichender Weise und im Überfluss, nimmt man hin als selbstverständlich und denkt sich, dann machen wir was, schon wieder eine Veranstaltung, nochmal ein Konzert und ein Theater, ja, habe ich schon gesehen. Die Inszenierung, wie schwach und überhaupt, man weiß ja immer alles besser. So sind halt wir Menschen. Ich akzeptiere das auch, wenn alle besser wissen, was ein Finanzminister zu tun hätte als er selber. Ganz normal, gibt es keine Kritik daran. Aber im letzten halben Jahr haben wir gemerkt, was uns denn wirklich fehlt. Und es fehlt uns immer mehr. Natürlich überlegen wir alle miteinander jeden Tag und jede Woche, was können wir tun, dass wir auch in kultureller Hinsicht möglichst rasch zur Normalität zurückkehren und deswegen machen Sie gleichsam heute auch mit diesem Richtfest Werbung dafür, alles zu tun, den Hygienevorschriften zu entsprechen, trotzdem kulturelles Leben wieder zu ermöglichen. Und natürlich danke ich auch
der wunderbaren Musik zum Auftakt. Und wir hören sie ja noch ein paar Mal, ich würde sagen, Niveau, wie wir es in Bayreuth gewohnt sind. Herzlichen Dank auch für Ihre Begleitung dieses Festaktes. Meine Damen und Herren, die Bayreuther sind ja ohnehin sehr, sehr findige Menschen. Als es darum ging, Gudrun, die Förderung für diese Halle auf den Weg zu bringen, du bist ja hier in unglaublicher Weise unruhestiftend unterwegs gewesen im Ministerium und bei meinen Vorgängern und hast auch ständig wieder erklärt, dass wenn es tatsächlich nicht mehr Zuschüsse geben könnte, als vorgesehen sind, dann ist nicht die Zuschusshöhe hier schuld, sondern die Situation der Zuschussgebung falsch. Und es ist damals dann überlegt worden, was hat Bayreuth an Spezifika? Natürlich, es ist nicht nur Kulturhauptstadt, sondern auch Bezirkshauptstadt Bayreuth. Und lieber Herr Oberbürgermeister, dass es dann 75% Zuschuss geben konnte der förderfähigen Kosten, hat mir dann zu verdanken, dass eben solche Menschen wie Gudrun Brendl-Fischer und andere keine Ruhe gegeben haben und uns erklärt haben, ein Zuschuss beim 10 FAG in einer Bezirkshauptstadt für derart kulturelle Einrichtungen dürfe sich unterscheiden von ganz normalen anderen Städten in Bayern. Ein Argument, das in anderen ganz normalen Städten Bayerns nicht so sehr verstanden wird, aber in Bayreuth sehr intensiv. Und deswegen haben wir die Möglichkeit gehabt, die 75% Förderung zu geben. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt eben sehen müssen, was geschieht und wie die Frau Regierungspräsidentin alle Unterlagen, die eingereicht werden, vorgelegt werden, noch bewerten und beurteilen kann. Und es gibt ja niemanden, der hier ist, der sagt, wir wollen nicht haben, dass wir hier ideal und maximal fördern können. Wir wollen ja wieder belobigt, beklatscht werden, wieder eingeladen werden. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass alle Regularien, die modernes Haushaltsrecht eben auch zu Recht vorgibt, eingehalten werden können. Und man muss sehen, wie man umgeht mit Mehrkosten, die nicht zu verantworten sind oder nicht deswegen entstanden sind, weil man irgendwelche Sperrenzchen sich noch überlegt hat, sondern weil insbesondere bei so einer Bausubstanz nicht von Anfang an jeder Euro ermittelt werden kann, was ich auch verstehe. Jedenfalls haben wir bisher es geschafft, meine Damen und Herren, eine sehr gute Förderung auf den Weg zu bringen aus dem FAG. Fast 24 Millionen und liebe Frau Regierungspräsidentin, die Städtebauförderung, die Sie ja verwalten, ausreichen und zusammen mit der Oberfrankenstiftung haben wir es jetzt insgesamt schon auf 40 Millionen Euro gebracht und ich glaube schon, dass man sich da sehr wohl sehen lassen kann, wissend, dass es eine große Herausforderung bleibt für die Stadt Bayreuth, für jede Stadt in dieser Größenordnung, so etwas zu stemmen. Wissend um diese Tatsache werden wir in den nächsten Wochen uns bemühen, einen guten Weg zu finden. Und ich sage das noch einmal, Sie dürfen das gerne bejubeln, aber jetzt nicht als Zusage verstehen in Heller und Pfennig, in Cent und Euro, so wie wir das in modernen Zeiten haben. Aber die Unterstützung der Kommunen, der Kultur ist ein wirkliches Anliegen der bayerischen Staatsregierung, auch des bayerischen Finanzministers, auch wenn der von Berufswegen etwas knausriger ist als manche andere, die sich ausschließlich der Kultur verschreiben können und Ihnen heute wahrscheinlich erzählen würden, Sie würden ja mehr geben, gäbe es nur keinen Finanzminister. So ist halt die Rollenverteilung, damit kommen wir aber zurecht. Bayern ist ein Kulturstaat und wir werden miteinander einen Weg finden, dieses Projekt auch in der Weise zu Ende zu bringen, dass es segensreich sein kann für die Zukunft in Bayreuth, für die Menschen in Bayreuth und für die weite Umgebung, die es hier gibt, für Menschen, die diese Einrichtung nutzen werden, Kulturpflege im wahrsten Sinne über die vielen weiteren Jahrzehnte. Ich weiß nicht, die Oberbürgermeister, welche Nachkommen dann hier mal stehen werden und darauf hinweisen werden, dass Vorfahren der Nachkommen, die Sie jetzt dann mal haben, dafür gesorgt haben, dass hier so etwas entstanden ist und weitergepflegt wurde. Danke für die Einladung. Heute noch einen schönen Nachmittag, ein schönes Fest. Ich wünsche dem Bau noch einen Fortschritt, der dazu führt, dass es 23 wirklich fertig ist, dass niemandem etwas passiert, der hier arbeitet. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Es ist wesentlich einfacher, auf eine Baustelle zu kommen, schlau daherzureden, zu kritisieren, was geschieht, als hier Arbeit zu tun bei Wind, Wetter und bei allen Gefahren, die so eine Baustelle auch birgt. Und deswegen danke ich auch allen, die mitgeholfen haben, neben der Planung, der Handwerkerschaft, damit dieses Projekt in der Weise entsteht. Wir werden ja jetzt noch einen Richtspruch hören und dann sind wir mal gespannt,
wie viele Scherben zerspringen werden heute, um der Maßnahme weiterhin viel Glück zu wünschen. Alles Gute in Bayreuth. Dessen Mühe diesen Bau so weit gebracht. Grundbank des Holz des Waldes, hier als festes Fachgerüst, das gegen Sturm und Wetter der beste Hüter ist. Gezimpften Zimmerspruch sei lobend auch gedacht, die Lehrlinge und Gesellen, die fleißig hier geschafft. Verschollen ist die feine Schläge, stumpf die geschwitzten Schläge, und preist lauter Zimmermann, so gut das eben kann, den herrlich schönen Bau. Das erhebt zum Himmelsblau. Da fest mag das Friedrich Bochum stehen, da Blitz daran vorübergehen, damit der Bauherr alle Zeit von Schreck und Sorgen sei befreit. Dem Bauherrn nun ein Treiber hoch und wünschen wollen wir noch, dass er mit Zufriedenheit und Kraft weiter an diesem Bauwerk schafft. Nun nehme ich mein Glas zur Hand, den Treiber hoch im Zimmerstand, von welcher immer da an diesem Bauwerk tätig war. Mit Kelle, Beil und Winkelmaß, euch gilt mein Spruch und dieses Glas. Ja? Prost!
Thank you.